Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber zum Thema Pokémon Ultrasonne und Ultramond. Heute werde ich euch erklären, wie ihr einen Xerneas fangen könnt. Xerneas ist natürlich ein sehr beliebtes legendäres Pokémon, weil es sehr cool aussieht und noch sehr stark ist. Heute werde ich euch erklären, wie ihr das bekommen könnt, und da müsst ihr leider ein bisschen Zeit mitbringen. Und zwar bekommt ihr das in der Ultra-Pforte, okay? Und zwar wie folgt: Ihr müsst mit eurem Solgaleo oder eurem Lunala, ich würde euch Solgaleo empfehlen, weil es sich leichter fliegt, in der Ultrapforte herumfliegen. Ihr müsst diese orangenen Kügelchen aufsammeln und nicht in die Elektrofelder fliegen. Dann kommt ihr da sehr gut durch und ihr müsst halt sehr weit fliegen, also mindestens so 2500 bis 5000 Jahre zurück. Da müsst ihr wirklich sehr lange durch diesen Tunnel fliegen, so. Außerdem braucht ihr das richtige Feld, ihr braucht das Ebenenfeld. Dort findet ihr auch Raikou, Suicune, Entei, Viridium und noch paar andere. Also es kann wirklich sehr lange dauern, ehe ihr dann endlich mal auf einen Xerneas stößt. Allerdings lohnt sich natürlich die lange Reise, da Xerneas sehr cool ist. Die beste Chance habt ihr übrigens in dem Blumenportalfeld, also es gibt verschiedene Felder, ist euch vielleicht schon aufgefallen. Die ganz normalen, dann die mit einem Ring drum, dann die mit zwei Ringen drum und dann die mit dem ganz ausgefallenen Blumenmuster. Bei den Portalen mit dem ganz ausgefallenen Blumenmuster habt ihr eine garantierte Chance auf einen Legendary, davor nur eine sehr kleine Chance. Wenn ihr alle Legendaries gefangen habt, habt ihr bei den blumigen Portalen übrigens auch eine hundertprozentige Chance, ein Shiny-Pokémon dort zu fangen. Deswegen lohnt sich das allemal, würde ich mal sagen. Und genau, ich bin mir jetzt nicht sicher, welches das Ebenenfeld ist. Es müsste das gelbe oder das grüne sein, wenn ich mich recht erinnere. Also mit Ebene meine ich, also es gibt fünf verschiedene Möglichkeiten bei diesen Teleportfeldern. Erstens eine Ultrawelt, das ist immer was Verschiedenes, was übrigens auch extrem geil designt ist. Also checkt auch die Ultrawelten der weißen Portale mal aus. So, dann gibt es die Wasserhöhle, dann gibt es die dunkle Höhle, dann gibt es das Felsenplateau, wo ihr die Vogel-Pokémon findet, und dann eben noch die Ebene, ja. Sieht aus wie so eine Felslandschaft, aber ebenerdig, ja. Und dort könnt ihr eben Xerneas treffen, wie gesagt, neben Raikou, Suicune, Entei, Viridium und noch ein paar anderen. Wartet dort auch Xerneas auf euch. Es kann, wie bereits gesagt, dauern, ehe ihr euch da durchgekämpft habt, weil es generell überhaupt schwer ist, diese blumigen Portale zu finden. Da fahrt ihr wahrscheinlich in das nächstbeste immer rein, würde ich euch auch empfehlen, weil ihr wahrscheinlich eh alle der Legendären da fangen möchtet. Und so kann es halt wirklich einige Tage dauern, ehe ihr endlich auf euer Xerneas stößt. Aber die Reise lohnt sich, da Xerneas ein sehr cooles, starkes Pokémon ist. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Ratgeber weiterhelfen. Viel Spaß beim Zocken, viel Erfolg bei der Xerneas-Jagd. Alles Gute, ciao.